Dominierende Themen beim EU-Gipfel in Brüssel waren der Russland-Ukraine-Konflikt und die teils dramatische Corona-Lage mit Blick auf die neue Omikron-Variante. Die europäischen Staats- und Regierungschefs waren am Donnerstag nicht in der Lage, eine gemeinsame Linie beim freien Reisen in der EU zu finden. Länder wie Italien und Griechenland haben bereits im Alleingang neue Testpflichten auch für geimpfte Einreisende eingeführt. Die europäischen Spitzenpolitiker warben erneut fürs Impfen. Wir setzen uns voll und ganz dafür ein, die Drittimpfungen zu beschleunigen. Wir setzen uns auch dafür ein, die Koordination in Bezug auf Mobilität innerhalb der EU und mit Drittstaaten zu stärken. Und der vierte wichtige Punkt in Bezug auf Covid ist die internationale Solidarität. Die EU hat Russland erneut entschlossen vor einem Angriff auf die Ukraine gewarnt und erklärt ansonsten weitere Wirtschaftssanktionen zu verhängen. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz sagte, dass die Grenzen in Europa nicht verschoben werden dürfen. Wir halten unseren Aufruf an Russland aufrecht, die Spannungen zu deeskalieren und jede weitere Aggression zu unterlassen. Wir wären gerne in einer Situation, in der die Beziehungen zu Russland gut sind, aber das hängt von den Entscheidungen Moskaus ab. Es besteht kein Zweifel. Sollte Russland gegen die Ukraine vorgehen, wird die EU Sanktionen verhängen, die massive Kosten verursachen könnten. That could extract a massive cost. Beim Thema Energiepreise und einer möglichen Strommarktreform fanden die europäischen Staats- und Regierungschefs keinen einheitlichen Kurs.